Hallo und herzlich willkommen zu The VHS Paradise. Ich habe dieses Spiel eben auf itch.io gefunden und es geht nicht so lange und ich habe auch nicht viel gelesen, damit ich nicht ganz so gespoilert bin. Lautstärke, Englisch oder Espanol? Nein, wir nehmen Englisch. Auflösung stimmt, das lassen wir einfach mal so. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Dann play. Achso, okay. Ja. Ich möchte mich aber erst einmal kurz umgucken. Ist das laut auf meinem Ohr? Ja, okay. Oh, ist das dunkel. Na gut, es soll wahrscheinlich auch gar nicht hier lang gehen. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Oh, der Balken baut sich ab. Dann kann ich wahrscheinlich nicht ewig rennen. Ich habe nur gelesen, es gibt 3 Enden und diverse Secrets, welche auch immer. Wir sind in einem Kassettenverleihgeschäft, denke ich. Aber krass, dass es sowas damals gab. Ich stand auch mal in so einem Ding. Ich habe selber nichts geholt, aber ich war Begleitung. Einfach alles digital. Ein Geschäft ist kaputt. Oh. Arbeite ich hier? Darf ich einfach hin? Achso, okay. Zoom. Hallo Robert. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hasse dieses verdammte Fieber, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Denk dran, deine Schicht zu starten, indem du den Computer anmachst. Ich habe dir einen guten Film da gelassen, den du dir angucken kannst, wenn du fertig bist mit der Arbeit. Ach, nebenbei. I heard that the rate of thieves has... Oh, ich hörte, dass die Einbrecherrate sich erhöht hat in vielen Städten und noch viel mehr zur Nachtzeit. Also pass mal auf, was jeder Kunde hier tut. Wenn du jemanden siehst, der geht ohne zu zahlen, dann, oh Gott, dann lauf ihm hinterher, um ihn zu stoppen. Sei vorsichtig, John. So, okay. Achso, das ist mein Film. Ich war das nicht. Ich soll den Computer anmachen, hat er gesagt. Hallo? Das kann ich nicht. Sehr beruhigende Wandfarbe. Nicht. Oh, ich würde mich so gern da hinsetzen, aber ich muss arbeiten. Ja, bevor ich arbeite, ich gucke erstmal hier nochmal. Ding! Ich hasse keine Arbeit. Ich arbeite! Ist alles okay. Wow, das ist ja gruselig. Das finde ich richtig gruselig. Auch wenn das jetzt nur so ein Archivding wahrscheinlich ist. Kann ich nichts machen. Ist das die Mitarbeiter-Lounge? Nix. Sehr schöne Blümchen hier. Sind hier die unanständigen Filme? Warum sind die hier so versteckt? Ich habe die Mikrowelle oben kaputt gemacht. Kann ich die nehmen? Wohl nicht. Wahrscheinlich Ende 1. Laden abgefackelt. Wieso? Kann ich nicht auch machen? Nein? Okay. Okay. Okay, dann fangen wir an. Start to Shift. Y, um Ja zu sagen und N, um Nein zu sagen. Okay, hier ist Y wirklich Y, nicht Z wegen der Tastatur.
Oh. Oh. Ja. Der Dieb sagt, ich bin arbeitslos und habe Schulden. Ich möchte nur ein Video in Ruhe gucken, bitte. Soll ich das entscheiden? Wenn du arbeitslos bist, dann such dir was anderes. Nein. Diebstahl ist Diebstahl. Ja. Diebstahl ist Diebstahl. 50. Okay. Guten Tag, junge Frau. Kann ich Ihnen helfen? Also möchten wir es kaufen? Das ist ja sehr schön. Hallo, ich möchte diesen Film für 3 Tage ausleihen. Guten Abend, das macht $4. Oh, $4 nur? Hier, bitteschön. Mein Sohn wird das lieben als Geschenk. Das ist ein Geschenk für Ihren Sohn. Warum wollen Sie denn das nicht kaufen, anstatt es zu leihen? Mein Gott, hat die ein Gesicht? Das sehe ich mir jetzt erst. Nein, er schaut den Film andauernd die ersten paar Tage und dann vergisst er das total. Er ist 11. Er liebt Action-Movies. Oh, dann ist er okay. Danke für das Geschäft. Auf Wiedersehen und goodbye. Habe ich nicht jetzt gerade was? Nee? Okay. Ist ja alles weit okay. Liegt hier was rum. Der sieht verdächtig aus. Entschuldigung. Achso. Okay. Ich hab dich im Auge. Ich hab dich im Auge. Kann ich mich eigentlich ducken? Oder so? Nein. Jetzt hat er in der Hand. Ich pass genau auf. Na, Moment, mein Freund. Hahaha. Mein Gott, diese Gesichter. Der Film ist für meine kleine Nichte. Bitte. Nein. Diebstahl ist eine Straftat. Ich habe hier immer nichts verkauft. Gefällt Ihnen? Oh, ein ehrlicher Kunde, das wäre selten heute Abend. Hallo, ich möchte diesen Film für 1 Tag. Das sind $2, richtig? War das vorhin nicht 3 Tage? $4? Ja, ich bin neu in dieser Stadt, wissen Sie, aber ich... es ist schön, aber ich habe gehört, dass es hier viel Kriminalität gibt. Ja, seien Sie mal vorsichtig. Sind Sie hier im Urlaub oder sind Sie hierher gezogen? Ich bin mit meinem Ehemann hierher gezogen. Wir hoffen, dass alles gut wird. Oh, ich verstehe. Ja, ich muss jetzt gehen. Gute Nacht. Gute Nacht und viel Glück und passen Sie auf sich auf. Achso. Ja, gut, der macht wirklich viel Krach. Ding, 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 ding. Unser Kater hat auch so eine Klingel. Er kann klingeln, wenn er was möchte. Was hat der Mann für große Hände? Der sieht nicht aus wie ein Verbrecher, oder? Sieht aus wie ein netter, älterer Herr. Hallo Freund, ich möchte diesen Film kaufen. Oh, das sind $20. Exzellent, endlich. Endlich was?
Endlich habe ich die 100 Filme-Marke erreicht, gekauft. Ich liebe diese Wissenssammler. Haben Sie die Filme denn geguckt? Nö. Ich gucke sie mir nicht an. Ich kaufe sie nur. Und man dekoriere mein Haus damit. Okay. Willst du denn jetzt mal bezahlen hier? Ja, nimm das, danke. Hat er gezahlt? Warum ändert sich das hier nicht? Ich möchte es nicht beschreien, ne? Aber ist das das Einzige, was ich den ganzen Tag tue? Der sieht komisch aus. Ich könnte doch einfach fahren, oder? Ist das doch bestimmt mein Auto? Kommst du nicht raus? Wenn du hier was klauen willst, dann stehe ich hier im Weg. Nein, du bist ein einfacher Kunde. Okay, das finde ich schön. Naughty Rabbits in the Sexy Adventure. Wie wollte Oh nein, der ältere Mann kauft unart. Ist egal, er kauft einen Film für Erwachsene. Ja, ich möchte ihn kaufen. Dann kostet der 20 Dollar. Hier ist das Geld. Ich bin überrascht. Ja, the only cashier. Ich bin der einzige Kassierer, der nicht angeekelt ihn anguckt oder ihn ablehnt, wenn man sieht, was er da kauft. Es tut mir leid. Oh. Erstens, die Wahrheit ist, dass es mir total egal ist, kannst jetzt gehen. Zweitens, also ich mag den Film auch, die Szenen sind sehr aufregend. Drittens, tut mir leid, ich bin nicht, es ist mir nicht erlaubt, mit Kunden zu sprechen. Oder viertens, ich muss den Laden jetzt schließen. Ich habe keine Zeit, hier zu bleiben und mit Ihnen zu reden. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Es ist mir egal. Ich mag das auch. Ich darf nicht mit Kunden sprechen. Ich möchte den Shop jetzt mal schließen. Oh, ich verstehe. Tschüss. Ich habe was für. Kann ich den Shop denn jetzt auch schließen? Meine Schicht ist vorbei. Jetzt können wir den Film gucken, den John mir dagelassen hat. Kann ich denn vorher die Tür nicht mal? Okay. Okay. Close the shop and watch the movie? Ja. Machen wir mal. Was ist denn Mediocre? Das ist ein irgendwas Film. Ich habe niemals so ein vorhersehbares Ende gesehen. Wonder what John saw in this to recommend. Ich frage mich, was John darin gesehen hat, dass er mir das empfohlen hat. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Ich bin müde vom Hiersein. Es ist kein Geräusch mehr. Mich hat dieses Computergeräusch doch ein bisschen beruhigt. Was? Okay. Bitte lass nichts Lautes passieren. Lass nichts Lautes passieren. Das ist doch jetzt bestimmt jemand, oder? Okay. Okay. Dann kann ich jetzt gehen. Tür so. Wieso schließen wir nie das ab? Okay, wir fahren nach Hause. Muss ich fahren? Nein, ne? Busse dürfen immer zuerst fahren. Wenn ein Bus da ist, du hast gar kein Recht. Fahr auch am besten nicht dran vorbei, egal was. Was? Ich bin sicher nach Hause gekommen. Okay.
Das war Ende Nummer 1. Danke fürs Spielen. Aber mir fehlen diese Geräusche, ne? Okay. Gut. Dann sind mir jetzt einfach mal alle Räuber egal. Ja, ist ja gut. Yes. Guten Tag. Kommst direkt her. Hallo Junge, hast du den Film Dune hier? Hallo Ma'am. Der Film ist zurzeit im Kino. Es ist noch nicht auf der Kassette. Oh, ich mag das Kino nicht. Dann muss ich halt warten. Kommen Sie her in ein paar Wochen. We may have that. Dann werden wir das wahrscheinlich verkaufen. Ich verstehe. Danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr. Auf Wiedersehen. Ja, kommen da jetzt andere Menschen? Durfte man das damals, so Tower einfach hinlegen? Darf man das jetzt? Das sieht nämlich aus wie ein normaler Tower. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind auch neu. Ich pass auf. Oh, ein Dieb. Haltet ihn. Oh, Mist. Jetzt ist er schon weg. Ich kann nicht so schnell meine Hüfte. Meine Hüfte ist kaputt. Oh, haben Sie den Dieb gesehen? Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich jetzt alle Diebe einmal laufen lasse und danach vielleicht alle Diebe einmal anspreche und dann laufen lasse. Hallo, ich will dieses Möbel für 3 Tage, das sind $4, warum auch immer. Ja, mein Sohn wird das lieben, ihr Sohn, aber wollen Sie es dann nicht kaufen? Nee, er guckt das einfach ganz offen, dann hat das wieder vergessen. Der ist 11, ja, danke für den Kauf, okay, tschüss. Ja, nö. Die läuft bestimmt nicht weg. Nein, nein. Wir kennen uns noch nicht, oder? Hallo, ich möchte diesen Film für 2 Tage. Wie viel muss ich zahlen? Hallo, es sind $3. Du wirst diesen Film lieben. Das ist mein Lieblingsfilm. Okay, hier wird's schön. Ich habe keine Zeit, um zu quatschen. Die Straße draußen sind gefährlich. Beinahe. Es zieht sich ein bisschen, ne? Der sieht verdächtig aus. Na, er guckt so nah sich die Kassetten an. Ja, ich wusste. Oh nein, bleib stehen. Oh, ich kam leider nicht weg. Ich bin nur ein Verkäufer, ich darf nicht hinterher rein. Der ist auch so schnell ein Schritt. Das ist auch das wie der Opi. Der wieder die Erwachsenenfilmchen kauft. Ja, guckt sich die ganz genau an. Okay, jetzt kommt er. Ja, jetzt möchte er wieder diese komischen Filme. Das sind $20. Hier ist das Geld. Ich bin überrascht. So. Weißt du was? Es ist mir total egal.
Spaß. Wer ist auch mal im Auto? Ich dachte, der Mechaniker hat das Alarmproblem behoben, aber offensichtlich nicht. Ich hoffe, Johns Movie täuscht mich nicht. Hat sich in der Zwischenzeit jemand reingeschlichen? Nur noch Türe abschließen. Ja. Ich hoffe, ich kann mal einen Schluck trinken, nicht, dass ich mich jetzt erschrecke. Ja, vorhersehbares Ende. Ich gebe also noch mal. Alter. Gut, dass ich getrunken habe. Oh mein Gott, oh mein. Da wird mir jetzt aber kurz anders. Ich dachte, das wäre jetzt eine Szene und nicht, dass ich rennen kann. Was? Die Bremsen funktionieren nicht. Geteilt in der Traffic. Accident. Ich bin aber bei einem Autounfall gestorben. Hui, jetzt bin ich wach. Danke fürs Spielen. So, ist jetzt dann das dritte Ende, dass ich mich von dem fangen lasse? Ja, komm, das probieren wir ja jetzt noch. Play. Da. John, ja. An. Yes. Guten Tag. Oh, der ist jetzt schon. Ob das denn der Opa war? Weil ich gesagt habe, ist mir ja scheißegal hier. Halt, stopp. Fass mich nicht an. Piep. Ruf doch die Polizei, ist mir egal. Ich vergebe dir. Na, junger Mann, können wir uns nicht entscheiden? Was, wo wollen wir denn hin? Das ist für meine kleine Nichte. Ja, da gebe ich dir. Ein schlechter Mitarbeiter. Ich verkaufe hier auch irgendwie nichts. Ändert sich das? Hier aus mit dir sprechen? Nein. Ah, hallo, das macht sehr doll. Ja, ich bin hier neu, bin hier hingezogen. Ja, mein Ehemann. Ja, gute Nacht. Okay, ja, tschüss. Trinken wir jetzt nochmal einen Schluck, bevor gleich wieder das Schiff vorbei ist. Das Spiel ist übrigens kostenlos. Man kann selber entscheiden, ob man was dafür spenden möchte oder nicht. Der klaut mich, ne? Hat hier so ein Opi-Pulli an. Und so Riesenpatscha. Hab ich gekauft. Hallo, mein Freund. Ich möchte das kaufen. $20. Okay, was? Ja, ich habe jetzt 100 Filme. Ach, der ist der Sammler. Ja, ich guck die nicht. Ich sammle sie nur als Deko für mein Haus. Oh, der ist neu. Das ist
gut aus. Geht's Ihnen gut, Sir? Sir. Läuft er mich einfach über den Augen hier. Hat ein bisschen was von E.T. Hautbeschaffenheit her, das ist so. Guten Tag. Guten Abend, Sir. Ich nehme diesen Film für einen Tag. Hier sind $2. Nach einem schlechten Tag gibt es nichts Besseres, als seinen Abend damit zu verbringen, einen schönen Film zu Hause zu gucken. Wieso? Was ist denn passiert? Oh, ich wurde gefeiert. Gefeuert. Due to downs, weil die Firma sich verkleinert hat. Ich habe in einem Büro gearbeitet. Oh, das tut mir leid. Mochten Sie Ihren Job? Nö, mein Chef war ein Idiot. Das Gute an allem ist aber, dass ich schon eine... Während ich jetzt nach einem anderen Job gucke, habe ich Zeit zu meditieren und fühle mich selbst. Oh, verstehe. Glücklicherweise ist mein Chef eine gute Person. Er versucht uns immer zu motivieren, oder ist es Enkel? Dass wir glücklich sind mit diesem Job. But he still doesn't. Aber es funktioniert nicht so ganz. Sehr oft, wieso erzähle ich das einem Fremden? Very often I have to deal with sehr oft muss ich mit sehr komischen Leuten habe ich hier zu tun und auch mit Dieben. Das ist furchtbar, aber unglücklicherweise muss ich das weitermachen, weil ich den Job brauche, um für mein Studium zu zahlen. Ja, jetzt seit kurzem ist die Stadt sehr unsicher. Es gibt viel Kriminalität und sehr viele verrückte Leute. Ja, das gibt's überall, ne? Verrückte Leute. Du musst auf dich selbst aufpassen. Ja, ich hoffe, dass die Arbeitssituation sich schnell verbessern wird für beide von uns. Du musst nur optimistisch sein. Genau, positiv denken. Gute Nacht. Und, danke. Und haben Sie eine gute Nacht. Aber es ist ja wenigstens schön, dass es nicht dreimal das Gleiche ist oder andauernd das Gleiche ist, sondern dass da auch andere Leute kommen. Da kommt aber der Engel. Kennen wir dich schon? Ach, das ist der Obi. Lese ich jetzt aber trotzdem raus. Ja, das ging aber schnell. Er war aber von woanders jetzt der Film. Ja, die Unart. So, also ich hatte schon, ist mir total egal. Und vier, ich muss jetzt zumachen. Dann mögen wir den Film jetzt auch mal. Oh, das ist richtig. Mein Name ist Kyle. Wie ist dein Name? Ich bin Robert. Schön, dich kennenzulernen. Kann ich dich was fragen? Ich weiß es nicht. Sicher. Bist du glücklich mit diesem Job? Verwirklichst du damit deine Träume? Warum fragst du mich das? Oh, ich bin nur neugierig. Nein, die Wahrheit ist, ich bin nicht glücklich. Es war niemals mein Plan, hier in so einem Store hier zu arbeiten. Mein Chef macht alles, was er kann, damit wir hier eine gute Zeit haben. Aber die Wahrheit ist, das funktioniert nicht. Oh, das macht mich aber traurig, das zu hören. Und da seid ihr jetzt noch gekommen von einem Erwachsenenfilm, aber gut. Ja, es war nett, dich kennenzulernen, Robert. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Ja, ich auch. Tschüss. Ich glaube, ich hatte nur zwei Diebe, ne? Kann ich jetzt zumachen? Ah. Ich gehe da jetzt nicht raus. Da raus? Nö, ich gucke jetzt das Video. Okay, ich muss da raus. Kann ich da vielleicht stehen bleiben?
Ja, der Mechaniker hätte das ja mal machen können. Ich erschrecke mich gleich wieder. Hier ist so eine Kamera. Wo ist denn euer Überwachungssystem? Okay. Naja gut. Ich werde mich dann jetzt schnappen lassen. Ja, ich gucke das Video und ich werde mich trotzdem erschrecken. Vielleicht kann ich auch ein bisschen im Kreis laufen mit ihm. Vielleicht kann ich ihm auch einen Film verkaufen. Oder ein vorhersehbares Ende. Alter, Alter. Was ist hier los? Hat er mich nicht umgebracht? Hat er mich gekidnappt? Das ist ja Keil. Das war der Opa, der hat gesagt, wir sehen uns wieder. Der hat mich entführt, damit wir uns unanständige Filme angucken. Ich glaube, ich hatte jetzt drei verschiedene Enden. Na, einmal jetzt gerade entführt worden von Geil, von dem Obi. Dann der Bus-Crash. Und dass ich eine ganz normale Arbeitssache hatte und nach Hause bin. Ja. Es soll drei Enden geben. Falls es noch irgendein Secret-Ende geben sollte, was ihr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt ist das gelb. Das war doch vorhin nicht gelb, oder? Egal, okay. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay, ich bin doch noch mal da. Es gibt noch ein geheimes Ende. Was dann hier drin ist. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht da reinkommen. Aber ich mache das jetzt noch einmal. Die kenne ich auch noch nicht. Halt. Halt. Halt, habe ich gesagt. Irgendwann soll diese Tür aufgehen. Ich habe nur ganz kurz. Schaut auch nicht, wie das Ende aussieht. Ja, ich kenne schon. Ja, also in dem bleiben. Ein paar Sekunden Video, was ich geguckt habe, war nachdem er da war. Der Sammler. Ach, vielleicht ist das auch nur ein Zufall. Ja, ich habe 100 Videos gekauft. Ach, dass sie unbedingt wieder einen Film haben will. Nee, Dune ist noch im Kino, da gibt's nicht. Aber was soll uns dieses Spiel eigentlich sagen, dass Leute, die unanständige Kassetten kaufen, böse sind?
Junger Mann, wo wollen wir hin? Weil ich bin arbeitslos und habe Schulden, möchte. Ja, okay, dann guck doch da. Das? Oh, der ist aus. Du hast mich entführt. Ja, wie er die Kassette schon streichelt. Ah. Ja, ja. So, jetzt haben wir noch das dritte. Soll am Laut mit Jeff Pessimus. Oh, sorry. Viel Spaß beim Film. Auf Wiedersehen. Wie geht denn diese Türe auf? Ich habe das doch gesehen. Nee, Moment. Ich muss das einmal nachschauen. Eine Sekunde bitte. Da bin ich wieder. Seht ihr, ich habe nicht lange geguckt. Das habe ich vorhin auch nicht gesehen. So. Ich kann echt nicht lange rennen. Die Tür geht nämlich nicht mysteriöserweise auf. So, hätte ich jetzt noch weiter gucken sollen, was ich mit dem Messer mache. Warum ist dieser Raum hier abgeschlossen, nur wegen dem Messer? Okay, wir gucken das Video und ich hoffe, ich kann ihn erstechen. Oder gucke ich eben noch, wie das geht? Ich gucke noch schnell, wie es geht. Eine Sekunde. Ich habe nämlich keine Lust, das Ganze nochmal zu machen. Ah, okay, das Messer scheint von alleine zu kommen. Gut, 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 gut. Chaka, wir schaffen das. Hä? Jetzt kommt er hier nicht? Weil ich nicht unfreundlich zu ihm war. Ach man, aber ich war doch unfreundlich. Arbeitslosenende? Du wurdest gefeuert für was? Okay, dann lasse ich es für euch drin und schneide es nicht raus, weil wir haben ein Arbeitslosenende. Was soll denn das Spiel? Du hast mir gesagt, es gibt drei Enden. Drei. Das waren jetzt schon vier und ich weiß, es gibt noch eins. Ja, danke fürs Spiel. Komm, ich möchte jetzt nochmal weitermachen hier. So. Ja, 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 ja. Ihr macht da oben, was ihr wollt. Hab keine Zeit. Kann ich die vielleicht noch abstechen? Oh. War doch vorhin noch nichts, das weiß ich genau. Ich kann nicht springen, schade. Hier ist ein Sternchen. Ja. Junge Frau, Geduld. Ja, für zwei Tage, ja, 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 ja. Hier noch, was ich vielleicht nicht gesehen haben könnte. Irgendwie geändert hat.
klingeln, wenn sie soweit sind, ne? Hab's doch noch einen Raum, ne? Kann ich hier eigentlich rein? Oh, hat sie endlich was. Wer ist das? Ach, er schon wieder. Lieben, können wir über unseren furchtbaren Job sprechen? Guten Tag. Guten Abend, hört, es tut mir leid, es ist gefeuert. Ja, mein Job ist auch nicht so gut. Ja, hab einen guten Abend. Ich glaube, du klaust wieder, ne? Nee. Du bist scheiße zu mir. Da habe ich keine Nachsicht. Nee. Genau. Tut mich sorry, aber wer anfängt, ne? Das habe ich schon geholt. Wenn man Mist macht, muss man dazu stehen oder muss es auch mal bereuen dann und auch mal Entschuldigung sagen. Ach, was ist das? Die will wieder zu mir. Kassetten angucken, so, oh, eine Kassette, hallo, ich will das für einen Tag, ja, bist du hergezogen, okay, mit meinem Ehemann, ja, nicht im Urlaub, okay. Hab nichts verkauft. Du bist das, oder? Nein, doch. Zu dir sein. Na los. Schneller, wir wissen doch alle, was du kaufen willst. Ja. Ja. Was habe ich gesagt nochmal? Das interessiert mich ein Scheißdreck, ne? Ja, das ist halt nicht so gut. Das ist gut. Das Schild ist jetzt gelb, das war vorher nicht gelb. Yes. So, ich hoffe, der zückt jetzt von alleine dieses Messerchen. Ja, ich habe gerade mit meinem Finger geknackt, falls man das gehört hat, damit ich jetzt auch gut die Maus packen kann und dann... Oh, okay. Er hat es von alleine gemacht. Heroic Ende. You finished the serial killer once and for all. Du hast einfach alle mal den Serienkiller umgebracht. Ja! Yeah. So! Statt drei Enden waren es jetzt fünf. Jetzt aber wirklich. Danke fürs Spielen hier. Na ja, gucken wir mal, ob es jetzt immer noch gelb ist, die Schrift. Aber dann. Ja, komm. Ist immer noch gelb, okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Die zweite. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.